Moin moin zusammen zu einem kleinen Preview. So klein wird es eigentlich nicht, sondern mehrere Folgen. Ja, ich nenne es aber Preview, weil ich bin in der glücklichen Lage, euch das Spiel vor dem 8. November zeigen zu dürfen. Ja, am 8. November ist offizieller Release, offizieller Start auf Steam. Verlinkt nochmal unten in der Beschreibung, das könnt ihr dann sehen. Und zwar bin ich in der glücklichen Lage, den Key vorher bekommen zu haben, und zwar vom Hersteller. Und da nochmal vielen lieben Dank an Tom. Manche kennen ihn vielleicht. Tom hat auch hier einen YouTube-Kanal, auf dem er Let's Play zeigt, aber gleichzeitig auch für die Firma arbeitet, die unter anderem Transport Fever oder davor Brain Fever rausgebracht hat. Da arbeitet er im letzten Jahr. Und von ihm habe ich diesen Key bekommen. Sehr lieb von ihm. Vielen Dank, Tom. Ich möchte euch jetzt hier in den ersten paar Folgen ein kleines Preview zeigen von Transport Fever. Auf dieses Spiel habe ich lange gewartet. Interessanterweise habe ich Train Fever zwar auch, das ist in meiner Steam-Datenbank drin, in meiner Spielliste, aber ich habe es eigentlich nie so richtig gespielt, weil da hat mir die Zeit gefehlt. Dann ging mir mein Computer kaputt, dann habe ich einen neuen bekommen und dann bin ich umgezogen nach Indonesien. Da sitze ich jetzt auch gerade wieder. Und in manchen Videos hat man das ja schon gesehen, das habe ich angesprochen, da hat es nicht so mit Verfügbarkeit von Computerhardware. Da kann man nicht mal schnell bei Amazon Media Dingensbummens und wie sie alle heißen, was bestellen und am nächsten Tag ist es da. Nee, sie listen zwar immer alles, aber zu 99% kriegt man dann die Antwort, ja, sorry, haben wir nicht. Aber du kannst hier dieses No-Name-China-Ding kriegen. So läuft das hier, ja. Und deswegen bin ich hierzu gekommen, Train Fever zu spielen. Und nie, stimmt nicht. Ich hab's, ich weiß gar nicht, was mein Steam-Account anzeigt. Ich glaube 3 oder 4 Stunden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist heute Transport Fever. Wer Train Fever kennt, der wird Transport Fever ganz schnell wiedererkennen. Das seht ihr gleich, wenn wir uns eine Web erstellt haben und dann mal ins Spiel hüpfen und mal anfangen. Ja, ich zeige euch gleich die Einstellung, wo wir das machen können oder was wir denn da machen. Der wird das schnell wiedererkennen und sich schnell zurechtfinden, wer Train Fever gespielt hat. Nur in diesem Spiel halt jetzt sind wir dafür zuständig, unsere Waren von A nach B zu bringen, beziehungsweise Städte zu versorgen, beziehungsweise Material, Rohmaterial an Firmen zu bringen, die dann das weiterverarbeiten, etc. etc. Ihr werdet das sehen, das spielen wir jetzt für die nächsten paar Folgen, bis zum 8. November und dann in der Final-Version am 8. November, die man dann downloaden kann, dann machen wir noch ein richtiges Let's Play. So, wir wollen uns hier schon, hier bitte nicht dran stören lassen, fortsetzen, das habe ich getestet, ihr seht das ja, Spielstand, Test, Grafik. Ich muss ja ein paar Einstellungen vorher vornehmen, das ist ein Spielstand, da habe ich nur ein bisschen rumgedoktert mit Grafikeinstellungen, man muss ja mal ein bisschen schauen, ja. Tutorial, ja gut, das ist ein Tutorial, wie man die Stadt braucht dich. Gütertransport etc. habe ich gemacht, um da noch wieder reinzukommen. Kampagnen haben wir jetzt hier, was wir aber machen in diesem kleinen Preview hier, wir machen ein freies Spiel. Wir laden wir den nicht. Einstellung, Grafik zeige ich euch nochmal in der Map dann. Es ist alles an, was geht und alles auf Maximum, was geht. Ja, höher geht nicht. So, jetzt schauen wir hier, freies Spiel. Wir wählen hier Custom, ich weiß nicht, wir machen mal hier Europe. Ja, Europe, Weltformat, weiß ich jetzt gar nicht, ist das einfach das Seitenverhältnis? Kantenseitenverhältnis, ja gut, okay. 1:1, so ein Würfel, aber da will ich machen. Landschaftstyp flach ist, bin ich der Meinung, ist mir ein bisschen zu einfach, hügelig, okay, das wird wahrscheinlich zu teuer werden. Wir starten ganz früh, also 1850, geht das eigentlich früher? Eigene auswählen, geht nicht früher, ne? Ist das erste, okay. Schwierigkeit gerade Mittel. Alles klar. Und dann haben wir hier den Startwert des Zufallsgenerators. Jo, was machen wir? Können wir mal so machen. Meistens habe ich ja, wenn ich sowas mache, Pech. Ja, ich sage nur RimWorld als Beispiel. Habe ich aber nicht als Let's Play, ich spiele ja privat. Da gibt es Maps, da fällt mir nichts mehr ein. Ne? Ich ziehe da immer irgendwie die Popokarte. So, jetzt haben wir noch ein paar Mal. Machen wir noch 3, 2, 1, 0. Ui. Das ist der Zufallsgenerator Startwert, wenn sich das jetzt hier gerade mal notieren möchte. Hier, da habt ihr's. Ich lese jetzt nicht vor, ich könnte Pause machen und das notieren. Und dann starten wir. Also bis gleich in der Map. So, und da sind wir auch. Die Map ist geladen. Wir tun uns jetzt mal hier kurz umschauen. Was haben wir denn hier so? Was ist das denn hier? Welschröter Hof. Okay, alles klar.
Hier seht ihr jetzt, das ist zum Beispiel hier, das sehe ich auf den ersten Blick, das habe ich schon, wie ich Grafik getestet habe, das ist ein, ich nenne es mal Grundstoffversorgungsfabrikchen, und zwar, wenn wir hier drauf gehen, der braucht gar nichts, der macht aber Eisenerz. Hier kriegen wir Eisenerz hin, da müssen wir nichts hinliefern, da holen wir uns Eisenerz ab, und ich habe jetzt hier auf Pause gemacht, der fängt dann auch an zu produzieren, ja, das liegt dann hier, wo liegt das denn eigentlich? Ich glaube, der, ja, der Stapel, das da oder da, weiß ich jetzt gar nicht. Also der braucht nichts, da müssen wir nichts hinbringen, da müssen wir nur abholen, wenn wir den Eisenerz benötigen. Das ist auch einer, der sieht nach Holz aus. Produkte, Baumstämme, ja, da kann man dann Bretter draus machen, hier auch. Das legt er dann wohl dahin. Kann man nichts hinbringen, der hat ja da Wald, ja. Hier, so wie das aussieht, ja, ui, Bedarf, seht ihr das, Bretter. Das heißt, einfach Holz bringen hingeht, ist nicht. Was macht der? Der Stahl, auch Stahl, oh, jede Menge, was ist das? Kunststoff. Werkzeuge macht der Kerl und Maschinen. Werkzeuge und Maschinen. Okay, der riecht nach Aufwand am Anfang. Da kann man doch nichts machen, weil ich glaube, wenn ich richtig liege, ich bin mir aber nicht sicher, dann ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einfach und mittel im Schwierigkeitsgrad das Geld unter anderem. Hat man nicht bei einfach, hat man mehr Geld, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Finanzen, ja gut, da haben wir nichts ausgegeben, ist auch Pause. Ne, ich will nichts leihen. Wir haben nichts leihen, wir haben ja 2 Millionen. Wir müssen mal gucken, wie weit wir da kommen. Das gibt's hier Öl, oder? Ja, der produziert Rohöl. Braucht nichts, hat Rohöl. Ich will mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen. Der produziert auch, was ist das denn? Kohle. Okay, da haben wir Kohle. Der hat nochmal, das ist der Eisenerz-Heini. Also wieder ein Eisenerz-Heini. Kohlehammer, Rohstoff, was ist das? Wieder? Alter, da aus Eisenerz haben wir aber hier wie Sand am Meer. Was ist das denn? Der braucht Getreide und Vieh und macht Lebensmittel, also nicht nur Brot. Das Icon für Brot. Das ist wieder hier Rohöl, ja? Okay, das ist natürlich jetzt eine große Map, aber... Das sieht so aus, als ob wir bei dieser Map, holla die Waldfee, erstmal Überblick machen. Der braucht Holz und macht daraus Bretter. Okay. Was macht er denn? Baumaterial, Stein. Unsere Gewerbefirmen, also hier unsere Firmen, die liegen ein bisschen weit auseinander, da stellt sich dann die Frage, kann man, ich kipp mal die Map ein bisschen, wir gucken mal hier rüber, kann man die dann noch mit einer, was ist das, 850, ist hier noch Kutschen, ne, beliefern oder schon mit dem Dampf lüften. Ja, müssen wir mal schauen, was wir jetzt als erstes machen werden, mal gucken hier, Personentransport, das ist das Einfachste. Am Anfang haben wir dann ein größeres Städtchen, wo dann auch ein bisschen... Boah, wie sieht es denn hier aus? Lass mal da reingehen. Ich mach mal, damit sich mal ein bisschen was tut, ich mach mal hier Stufe 1 von der Geschwindigkeit, ne? Wir gucken uns mal hier das Städtchen an. Oh, hier, was ist das? Nicht Dortmund. Wer ist denn der Ruhrpott da oben? Oh, draußen fahren wieder Moppets rum. Naja, das ist, willst du da wohnen? Güterbedarf, was ist das denn? Was braucht er denn? Ach, Werkzeuge braucht er. Braucht was zu essen und was ist das? Waren. Warentransport. Was haben wir hier unter Details? Anzahl, Qualität. 101%. Geschäftsgebäude. Ach so, okay, alles klar. Den braucht er wohl Waren. Ja, aber lass uns doch mal hier unseren ersten Personentransport machen. Hier, oder? Können wir vielleicht sogar hier, bevor die uns das zubauen. Komm mal her, hahaha. Pause, brauchst du nämlich gar nicht so. Können wir doch hier dann das Depot machen. Wir tun mal tun. Und zwar hier. Halt. Passagiere, ja. Cargo, nee. Depot, nee. Bus- und Tramhaltestelle. Also wenn wir hier das Depot hinmachen. Hier ist Schwachsinn, da sind ja keine Häuser. Sondern wir könnten hier rum. Ja, geil.
Also ich meine jetzt hier Personenverkehr in diesem Städtchen. Lass den mal hier drüben. Was kostet es eigentlich? 1,2, zack. Dann eiert der hier rum und fährt dahin. Wir kriegen noch nichts. Dann fährt er dahin. Sehr nett. Wie heißt das eigentlich das andere, was ich nochmal gespielt habe? Ach, Cities Remote, dann fährt er dahin. So, jetzt kann man natürlich sagen, wie machen wir das am Anfang? Auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine zweite Linie. Aber weiß ich jetzt noch nicht. Das sehen wir dann. Bus, Trambahnhof. Nee, ich will ein Depot. Das da will ich haben. Mach mal hier, mach das mal ein bisschen schöner. So. Oder hier? Mehr. Geht es? Jo. So ist doch gut, oder? Ja, das machen wir auch. Zack. Zack. Oder die Waldfee schon. Wieder ein Moped. Mann, ey. So, dann machen wir jetzt hier Straßenfahrzeuge kaufen. Eine Postkutsche und Pferdefuhrwerk. Der macht aber auch Passagiere. Ach so, der ist für Waren. Ja. Der kostet 13,7. Der kostet auch 13,7. Können wir nochmal Passagiere umschalten? Wie viel machen wir denn mal anfangen? Ich glaube, das sind am Anfang gar nicht. Ich mache mal 2, dann sehen wir ja die Taktung. Jetzt seht ihr dann nach wie viel, ich sag's mal Minuten, dann immer die Passagiere abgeholt werden. Am Anfang steht ja noch keiner da. Ja, wir könnten natürlich Stadt machen, langsame Geschwindigkeit, damit die Leute, die da laufen, da wird gebaut, hier wird gebaut. Guck du mal dahin. Wird gebaut. Das schon raffen, dass da was ist. Ja. Linie zuweisen. Alle. Neue Linie, haben nämlich noch keine. So, jetzt müssen wir dem Kerlchen sagen, wie er fahren soll. Wie habe ich eigentlich gesagt, wie er fahren soll? wie habe ich mir das hier gedacht? Achso, ja, okay. Kollege, fährst du hier hin? Dahin? Und dann fährst du dahin? Und da? Bei Cities in Motion war das immer so schwer zu erkennen. Und da? Wäre schon los. Ja, und dann schließt er hier ab. Ja? Wir haben hier mal mehr Gas. Ja, habe ich eigentlich vergessen. Muss ich jetzt nochmal da drauf klicken? Da fährt er, da wird gebaut. Seht ihr mal, wird gebaut. Lass die mal hier, guck mal, da sind sie. Oh. Da sind sie. Ja gut, da ist jetzt noch niemand. Kann ich eigentlich anklicken, ne? Da. Übersicht Details. Das ist Person 33.300. Was macht die eigentlich? Zu Fuß. Ja, zu Fuß. Geschäft, Arbeitsplatz. Bewegungsvorliebe schnell. Alles klar. Bewegungsvorliebe schnell. Okay. Was heißt hier? Haben wir noch nicht. Was ich jetzt nicht weiß, Leute. Diese Haltestelle nochmal anklicken wäre ja Schwachsinn. Der fährt ja dann so und so und so. Wisst ihr, was ich meine? Lass das mal da laufen. Hier oben links Hammer, Errungenschaften. Bau eine Bushaltestelle. Ja gut, der hat ja schon. Und zwar, wie ich das getestet habe. Erster Bahnhof, habe ich noch nicht gemacht. Erste Passagiere, ist klar. Transportmillionär, werde Millionär. Ohne Schulden. Ich habe keine Schulden, bin schon Millionär. Mit Schulden, also. Der miese macht. Zeig her. Da. Hier haben wir Übersicht unserer Transportlinien. Da, das machen wir da oben hin. Ich klatsch mal da hin. Am Anfang machen wir halt Schulden. Das ist so. Die Frequenz ist alle 3 Minuten. Ist das jetzt zu viel oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Da, Ruhrpott. Da steht halt noch keine da, das ist am Anfang aber so, die müssen ja erstmal, wir warten mal hier, ich gehe mal hier rum, dann gehen wir mal hier runter, so, und dann warten wir mal, wo ist die Bushaltestelle, da ist sie, Bushaltestelle, Personenbeförderungshaltestelle, ja, 187 hat es jetzt gekostet, jetzt warten wir mal hier, ich will das mal sehen.
Er ist schon Stufe 2. Ich kann ja auch mal schneller machen. So. Da, Kimze. Ja, jetzt hupen wir da mit Sack. Einfache Geschwindigkeit. Ist noch keiner da. Das kriege ich angesagt dann. Ist noch keiner da. Da kommt sie. Kostet. Unseren Pferden. Ja. Kannst weiterfahren. Komm. Huch. Macht sogar die Türen auf. Seht ihr? Macht sogar die Türen auf. Guck an, guck an. Ja. Das hat sich dann gleich. Jetzt bin ich mal, warte mal. Jetzt gucken wir mal, wie fährt denn der Kerl jetzt. So. Und, wie fährt dieser Kerl jetzt? Schauen wir mal hin. Jetzt kommt da draußen einer mit Permisi. Permisi heißt entschuldigen Sie. Was macht er? Liest den Stromzähler ab. Stromzähler sind hier übrigens in Indonesien immer draußen. Vor der Tür. Ja. Da steht einer. Da stand einer. Da steht einer. Da stand einer. Die sind hier immer draußen in Indonesien und dann latschen die aufs Grundstück und dann lesen den Stromzähler. Die lesen die nicht ab, sondern hier macht man mit dem Handy ein Foto. So, da ist die Zählernummer drauf und dann so. Da stand einer, da steht es auch immer noch. Die zwei. Geh mal her. Steigt mal ein, Jungs. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn ihr da einsteigt. Ja. Huch. Ist klar. So. Jetzt kann ich doch aber hier, jetzt kann ich doch hereinkommen. Nee, will ich nicht. Warte mal. Warten Sie mal. Bleiben Sie mal geschmeidig. Wie ging denn das? Wir haben unten haben wir hier noch die bekannten, glaube ich, Overlays. Hier könnt ihr das sehen. Wohnhäuser, Geschäftsgebäude, Industrie. Das ist später mal wichtig. Ein Geschäftsgebäude. Ah, ist die Industrie. Ja, das sehen wir ja, weil es dampft da so schön. Dann haben wir hier Höhenlinien. Das ist ja hinten die Berge. Da. Ist klar, wir machen übrigens Verlust, liebe Leute. Wir machen Verlust, nicht gut. Schiffbare Gewässer, wo haben wir die eigentlich? Das ist ja da. Weit weg vom Gewässer, aber jetzt brauchen wir erstmal kein Gewässer. Oder? Brauchen wir nicht. Nein, brauchen kein Gewässer jetzt. Okay. Ich lasse die jetzt mal da vor sich hindüdeln. Wir gucken mal, was wir hier haben für halt Waren. Das können wir nicht, die brauchen zu viel. Okay. Natürlich, was ist das denn? Der braucht natürlich auch. Was braucht der eigentlich? Der braucht Öl. Und Getreide. Und Getreide. Und macht Kunststoff. Da haben wir zwar Öl, aber dann. Alles. Mann, ey. Ich will eine simple Produktion erstmal. Der macht, das ist das Eisenerz. Er ist natürlich schwierig, ne? Das ist natürlich schwierig. Ah, liebe Leute. Nimmt mir denn hier einer? Ich meine, ich kann dem jetzt da, der will Bretter. Der will Bretter? Der macht Holz und der hat Holz, ne? Produkte Holz. Könnte ich dem, was macht der eigentlich? Der ist ja unheimlich weit weg, gell? Ich könnte jetzt dem aber mal Bretter liefern. Ah, Holz liefern, so dass er Bretter machen kann. Das machen wir, aber nicht mit dem Zug. Sollen wir das mal versuchen? Ich glaube, wir versuchen das mal, wenn wir eine Straße bauen. Was haben wir hier eigentlich noch? Mittlere Straße, brauchen wir überhaupt nicht. Große Straße, kleine Landstraße, oder Landstraße hinsetzen. 40 km/h. Zweispurige Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 km/h. Was? Ist das eine zweispurige Straße? Auch eine zweispurige Straße. Das ist ja hier mitten in der Pampa. Ich mache hier keine große Straße hin. Wir bauen das jetzt mal da. Das kostet nicht so viel. So, zeig mal her. So, gehen wir mal da hin. Das ist wie bei Train. Alter, nein. Habe ich jetzt hier Mist gebaut? Will er da außen rumfahren?
Warum will er das machen? Will das nicht mehr machen. Interessant. Okay. Wir gehen mal hier dann da dran. Komm mal her. Alter, hör doch mal auf. Ich will da nicht so einen Bogen. Was kostet denn das? Was das kostet? Nee, 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 das ist nämlich wegen dem Abtragen von dem Land. Das könnt ihr hier mir mal vergessen, dass ich das ausgebe. Okay, das ist natürlich jetzt ganz schlecht. Wie kommen wir denn da runter? Wie kommen wir denn da runter? Ach Gott, das geht ja schon wieder los. Okay, wie das dann weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bedanke fürs Zusehen, bis dann, ciao, ciao.